Hier ist der Testbeschild von YouTube und heute stellt euch mal eine Spiel- und Puzzlematte vor. Und wo es die zu kaufen gibt, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Die 86-teilige Spielmatte bekommt ihr auf Amazon zu bestellen. Diese kostet jetzt 19,90 € plus 4,90 € Versandkosten. Den Link dazu im Textfeld unter dem Video einfach mal draufklicken, kommt direkt auf Amazon. Sollte diese mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so werden die Puzzlematten geliefert. Und die will ich jetzt mal für euch auspacken. Ja, mir ist direkt schon mal was aufgefallen. Der Reißverschluss, der lässt sich ja leicht öffnen. Aber man hätte den Reißverschluss ruhig bis an die Ecken machen können. Somit kann man das hier ein bisschen schwerer herausnehmen. Seht ihr schon, da muss man ein bisschen ziehen hier. Und das hätte man damit dann vermieden, wenn die Reißverschlüsse bis hier an die Ecken gegangen wären. Ja, die Matten, die sind nochmal extra verpackt. So, darauf legen ja viele Wert. Leichter Chemiegruß da, aber das ist halt normal bei solchen Produkten. Ja, so schauen die einzelnen Matten jetzt aus. Wir haben ja einmal die 1 und dann noch so ein Puzzleteil, nenne ich es jetzt mal. Und diese kann man jeweils immer herausnehmen bzw. dann wieder einsetzen. Und so schauen die dann im Einzelnen aus. Hier seht ihr mal die Verarbeitung. Finde ich sehr gut. Sauber ausgeschnitten das Ganze. Die Oberfläche ist so ein bisschen angeraut, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt mit der Hand drüber fährt, ist sie nicht glatt. Aber in keinster Weise unangenehm. Von unten sind die immer blass. Und hier sieht man dann die Farben viel, viel kräftiger. Ja, und wie dann eben schon gezeigt, kann man dann hier die Buchstaben oder Zahlen nochmal rausnehmen. Jetzt habe ich das mal komplett aufgebaut. Jetzt haben wir eine circa Größe von 2 Meter. Mal, ja, 1,50 Meter. Die Verarbeitung ist wirklich sehr, sehr gut. Wer aber mit der Lupe sucht, findet natürlich auch kleine Makel. Hier hätten wir einen. Dann hier ist so ein kleines Löschelchen drin. Oder hier vorne zum Beispiel. Da. Aber wie gesagt, da muss man schon ganz, ganz genau hingucken. Ansonsten jo, ist die eigentlich wirklich exzellent verarbeitet. Die Farben finde ich auch recht kräftig. Es gibt verschiedene, hier mehr Blau- und Rottöne. Dann haben wir zum Beispiel Gelb hier. Hier wäre Blau und Grün. Dann haben wir hier noch Lila und Orange. Die Matten sind ca. 1 cm dick und sind relativ gut belastbar. Das zeige ich mal gerade hier. Und das könnt ihr dann hier so eindrücken und das geht dann immer wieder zurück. Also man kann mit den Füßen drauf gehen, man kann drauf knien, man könnte sogar drauf rundspringen. Da passiert eigentlich gar nichts. Ja, wie lassen sich die Buchstaben entnehmen? Man kann hier zum Beispiel mit dem Finger hier so ein bisschen runterdrücken und dadurch sich eingreifen. Das geht eigentlich sehr, sehr einfach und dann kann man diese dann wieder einsetzen, so ein bisschen mit der flachen Hand drauf drücken und fertig ist das Ganze. Jedes einzelne Puzzle hat ja eine circa Größe von 30 x 30 cm und die passen an jede Ecke. Also ich könnte das jetzt hier mal rausnehmen. Seht ihr schon, das geht eigentlich relativ einfach. So, dann nehme ich jetzt mal hier das. Und das kann ich jetzt direkt hier so reinsetzen. Und dann machen wir das hier wieder auf die Ecke drauf. Da die Matten ja eine Dicke von ca. 1 cm haben, kann man die sogar noch als Kälteschutz nehmen. Und dadurch
Wenn das Kind aber umfallen sollte, verletzt es sich nicht so. Weil die halt ein bisschen gedämpft sind. Ja, die Matten sind ja abwaschbar. Will ich was ausprobieren? Nehmen wir mal an, die Katz kotzt euch auf die Matte drauf. So. Bei mir macht es das ja öfter in der Wohnung, besonders immer in die Heizung rein, weil die das ja toll findet. Und dann könnt ihr das jetzt hier prima so wegmachen. Man könnte es noch ein bisschen hier einsprühen mit Bakterientod. Ja. Das Ganze so nochmal sauber machen und ihr seht schon, alles weg und die Farbe löst sich auch nicht. Ja, verschiedene Formen lassen sich auch damit noch machen. Hier hat man zum Beispiel einen Würfel. Und die Königsdisziplin ist dieses blöde Haus. Ich glaube, dafür habe ich 45 Minuten bis eine Stunde gebraucht. Die Seiten gehen ja noch, aber das Dach, das ist immer wieder ineinander gefallen. Am besten nimmt ihr noch hier zwei Matten, verstärkt das hier. Ja, und dann ja, mit dem Kind sowieso zusammenbasteln. Entweder macht der eine dann die Sachen hier so zusammen oder hält fest, damit das Ganze nicht zusammen umfällt dann. Aber ist möglich, aber ja, man braucht da schon ziemlich viel Nerven für. Ja, jetzt habe ich euch die Puzzle-Spielmatte auch mal kurz vorgestellt. Ich finde sie richtig gut. Verarbeitung ist super. Die Teile lassen sich einfach herausnehmen. Die ganze Matte ist angenehm weich und auch noch belastbar. Also die geht so schnell nicht kaputt und man kann sie halt noch sauber machen. Wer ist denn? Tolles Produkt. Würde ich mein Kind gerne mal kaufen. Der Link dazu im Text unter dem Video. Einfach mal draufklicken. Das war wieder der Testmittel von YouTube. Dann sage ich dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.